So, wir machen weiter mit The Binding of Isaac. Ja. Letztes Mal hat es ja jetzt nicht ganz gereicht mit Isaac. Start. Aber dafür hat es gereicht, um Samson freizuspielen. Der hat nur ein Herz, ist normal schnell, macht normal Schaden, hat allerdings von Anfang an Bloodlust. Das ist ein ziemlich cooles Item und spielen wir den doch einfach mal. Mal zum Ausprobieren. Ach ja, genau. Und er hat doch ein blaues Herz. Hat aber sonst keine Items direkt am Anfang. Was ist das? Kein einziger Gegner hier. Ich hätte gerne eine Bombe. Ist das für eine Ebene? Ich meine jetzt mal. Wow. Das ist doch keine normale Ebene mehr. Ich meine nicht ein Gegner. Dann gucken wir doch jetzt erstmal nach dem Boss. Hallo? Dann können wir auch gleich jetzt mal sein Item sehen. Aufs Maul kriegen. Das ist nämlich. Ist jetzt, man sieht, er ist leicht rötlich geworden. Er macht. Das ist nämlich Bloodlust macht, dass er für jeden Gegner, den er tötet, etwas mehr Schaden macht. Und wir sterben. Ich frage mich auch, was war das für eine Ebene? Ich meine, bin ich einem Gegner da drauf? Einem einzigen. Außerhalb dem Boss. Ist schon irgendwie komisch. Squeezy. Cool, jetzt haben wir ein paar blaue Herzen. Und sieht, wir machen, haben jetzt rote Tränen und machen voll viel Schaden. Das ist halt der Vorteil von Rage. Umso größer die Räume halt sind, umso mehr Schaden macht man halt. Und umso länger die Räume sind. Irgendwie komisch. Meine. Ja. Und genau in den blauen Stein hat es natürlich nicht erwischt. Ich bräuchte jetzt schon drei Schlüssel, um zufrieden zu sein. Hier ist, läuft doch gerade irgendwas falsch, oder? Ich meine, geht das doch nicht. Einfach kaum Gegner da sind. Hey, was? Böse. Ja, und dass ich auch gar keine Items oder so bekomme, mit denen ich halt. Irgendwas machen könnte. PhD. Sagt einem nach einer Weile auch, was eigentlich sein müsste. Speed-up. Sehr schön. Da gehe ich rein. Blöd. Ey, und schon wieder nicht ein einziges Pickup-Item bekommen. Warte, ich muss kurz unterbrechen. Bis fertig. Ciao. So, und jetzt geht's weiter. Ich wundert immer noch, warum hier nichts passiert. Und wir noch nicht mal den Itemraum bekommen haben. Das ist komisch. Und scheiße. Ich bin hier nicht mal getötet. Scheiß Fliegen. Müssen die töten, ansonsten machen wir dem nicht genug Schaden. Ja, irgendwie funktioniert das nicht. Das machen wir gleich nochmal. Was war das denn? Echt? Nicht eine einzige Sache bekommen. Eine Pille. Bad. Das fange ich jetzt nochmal neu an. Ja? Boah. Also. Sowas regt mich ja auf, ne? Da mache ich dann auch gar nicht erst weiter. Wenn das so schon ist. Schlüssel. Das ist doch schon mal ein Anfang. Holy water. Don't spill it. Das ist eine Sache jetzt. Wenn wir getroffen werden,
Genau so, habe ich hervorragend demonstriert. Kommt diese Pfütze da und wenn die Gegner in dieser Pfütze kriegen, die halt Schaden. Ne? Die bleibt dann da kurz liegen, ist, naja, mittelmäßig. Setzt halt immer dieses getroffen werden voraus und das ist ein bisschen blöd. Sturrup. Sturrup. Dieser Raum. Red Patch. Das ist ein gutes Trinket. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja, hier für den Raum kriegen wir viel extra Schaden. So, der ist unser erster Boss. Duke of Flies. Okay, der ist noch eine Weile. Ja, Mann. Was soll ich denn machen? Oi, zu viele Fliegen. Ach, scheiße. So, ich kann schon mal mit dem Samson nicht so gut spielen. Das weiß ich jetzt. Gut. Ich mag Samson nicht. Der ist zu Durchschnitt. Wenn er zwei Herzen hätte von Anfang an, dann wäre es ganz okay. Oder sich der Schaden immer weiter steigern würde. Aber... Na gut. Könnt's ja zumindest mal probieren, ne? Haben wir jetzt schon zwei Herzen. Ang! Ich hasse euch. Ich hasse diese Bombenviecher. Och, Mann! Wie blöd, darauf hab ich jetzt gar nicht gewartet, sondern... Ey, wie scheiße! Wie scheiße war das denn? Da zielt der Schuss genau auf mich. Drecksack. Void Rage. Das ist doch, ne? Speed und Range, ja. Scheiße. Dann nochmal genau derselbe Raum. Ah, komm jetzt aber. Ist doch nix hier dabei. Jetzt sind nur dasselbe ist. Blaues Herz. Ein Schlüssel. Ist ja noch eine 100% Gewinnrate? Was ist hier los? Ach, schade. Noch einer. So viele Pillen. Bad Gas, okay. Nix. Ein Herz. Und noch eine Bombe. Könnten wir im Notfall doch noch in den Geheimraum? Wenn ich so blöd bin, wenn ich reingehe. Ei! Ei! Dreckiger Spinne! Noch eine Bombe. Yes. Damit. So, danke. Noch eine Bombe. Lust und ein blauer Stein. Komm, dich kriegen wir auch tot. Nein, ich mach keine Lustwitze. Das ist irgendwie nicht amüsant. Wurden offensichtlichen habe ich noch gemacht. Bad Gas. Und. Irgendwas Gutes, ein blaues Herz, ein Schlüssel. Was haben wir hier oben noch? Ein Opferraum.
auch in den Geheimraum. Sechs Münzen. Ist da was Gutes drin? Nö. Gut. Auf zum Boss. Ich freue mich zu. Ach, blöd. Das ist ja fies, echt. Also ich meine, so fies. Auf so einer frühen Ebene, so ein schwerer Boss. Das ist echt. Kann ich mir echt nicht mehr vorstellen. Nicht dran zu denken. Machen wir direkt nochmal. Der Headless Horseman ist fies. Was ist das denn? Eine schwarze Fliege. Wow. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, wie es wohl mit dem dauern wird, wenn ich mit dem Mar besiege. Oder was ich mit dem für Items finden muss. Damit es mit ihm funktioniert. Ich will eine Bombe. Das ist ein Item, das ich persönlich sehr mag. Peeper. Ich habe immer wieder zwischendurch eine rote Träne. Ich weiß gar nicht, ob die mir Schaden macht. Ich will aber noch eine Bombe. Die macht auf jeden Fall mehr Schaden. Eine Bombe? Nein. Boss. Gleis. Noch eine Bombe! Ey! Was soll das denn? Jetzt eigentlich, wenn der Pieper die tötet, das dann auch für mich? Boah, wie viel Schaden der macht einfach. Unglaublich. Der ist so stark. Meat! AP ab und Tiers ab. Ich gehe jetzt allerdings noch in diesen Satan-Raum. Oder was ist das für ein Raum? Opferraum, wenn ich hier sage mal. Zwei Pillen. Zweimal dieselbe. Range Down, ey. Zweimal die gleich schlechte Pille. Mann. Boah, ich muss ja noch zwei blaue Steine auslassen. Das ist scheiße. Und noch einer. Direkt noch ein blauer Stein. Ach Mann, ich will nur ein paar Bomben. Warum kannst du mir keine Bomben geben im Spiel? Ist das TNT fast da in der Wand drin? Mom's Pad. Auch kein sonderlich gutes Item. Die Gegner laufen für ein paar Sekunden von vor mir weg. Oder greifen mich in der Zeit auch nicht an. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich jetzt nicht. Eine Bombe! Ja, ein blauer Stein zumindest. Mal auf Sicherheitsgründen probier's mal. Nee. Schade, aber egal. Zwei blaue Herzen ist auch gut. Wow. Wow.
Ich hatte schon gesehen, dass mich der trifft. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Komm her, bam. Noch eine Bombe. Ja, komm. Komm schon. Ach. Mist. Noch eine Bombe? Das ist übrigens Scheißgegner. Ich krieg nicht mal was dafür. Gehe ich jetzt auch in den Satans Opferraum da. So ein gutes Item. Fast. Ach! Ah ne, ich dachte schon, ich wäre, hätte mich noch getroffen. Das hätte mich auch gekriegt. Beim Durchgehen noch getroffen werden. Na gut, Boss. Was hast du mir zu bieten? Nix. What the hell? Ich hab das Spiel geglitscht. Gerade. Was hat das denn? Und da sehen wir zum ersten Mal einen Himmelsraum. Anstatt Satansräumen halt. Genau, da kriegt man ein Item geschenkt. The Relic haben wir dank Maggie freigeschaltet. Lässt alle 5 oder 6 Räume ein blaues Herz fallen. Ist ein ziemlich gutes Item. Ach, und ich hasse Spinnen. Die will ich haben. Das sind 10 Münzen. Blooper oder wie ist hier nochmal? Bleep? Keine Ahnung, wie das Teil heißt. Und das ist ziemlich geil. Ich mag es wirklich. Ach, die Fliege hat mich getroffen. Ich war kurz verwundert. Scheiße! Ich glaube, das wird nix. Dieser dumme Sam. Samson und Eve hasse ich beide gleich. Darum machen wir jetzt eine Challenge. Eine von den ersten machen wir mal 7 Years Bad Luck. Das heißt, ganz wenig Glück. Unser Glück ist auf die niedrigste Stufe gestellt. So. Und mal gucken, was wir denn so finden. Das heißt, wir finden ganz schlechte Pillen oder im Itemraum nur total mieses Zeug. Wir kriegen in Kisten nur Scheiße. Das Game Kit. Du bist so ein Feuer gewesen, ach so. So ein böses Feuer. Das Game Kit, das haben wir vor kurzem erst freigeschaltet. Ist im Grunde eine Art Unicorn. Wie halt das Unicorn macht, ist für eine Zeit unverwundbar und wir können dem Gegner Schaden zufügen. Allerdings im Pac-Man-Style. Und was war's? Ich glaube, mit je 2 Kills heilen wir uns. Ein bisschen. Ich gehe gar nicht erst in diese Räume, weil ich weiß, dass da jetzt nur noch Scheiße drin ist. Aber nach dem Geheimraum suche ich trotzdem. So. Ich gehe in den Shop, ne? Also, Shop könnte jetzt was Praktisches haben. Steam Sale. Nehme ich mal mit. Auf der ersten Ebene ist es noch praktisch. Beziehungsweise ist es eigentlich fast immer praktisch. Aber halt, auf der ersten Ebene ist es noch besser.
Genau. Das passiert dann. Wir werden zu Pac-Man. Wow, das war schnell. Cat und Ninetales, jetzt haben wir noch ganz schnelle Schüsse. Ich frage mich, was passiert, wenn man beide Items hat, die einem die Schussschnelligkeit erhöhen. Wie schnell dann die Schüsse von einem sein müssen. So, was ist da drin? Was ist da drin? Ach, gutes Zeug. Blöder Raum, viel zu eng, viel zu eng. Das ist ein böser Raum, ne? Komm mal hier runter. Oh, ihr könnt so scheiße weit springen. Echt, das ist so unfair. Wie weit die einfach kommen. Ohne, dass sie vorher irgendwie einem das sagen. So. Scheiße. Noch einen Schlüssel, ne? Mein Herz ist auch nicht schlecht. Ein Schlüssel. Ach, die Spinne habe ich gesagt. Zweimal die scheiß selbe Spinne, weil die ein Pixel zu weit springt. Echt? The Tower. Schon wieder. Echt? So fiese Räume. Puh. Aber noch ein Schlüssel. Schlüssel ist gut. Wir sind erst noch im Keller, also... Wow. Natürlich ist es da nicht. Mal gucken, was wir hier finden. Spelunka. Toll, hätte es jetzt auch nicht verschwenden müssen. Gut. Ja, war klar. Da ist dann der Data, der Opferraum, in den ich nicht rein will. Hey! Boah, ey, Trexi. Sowas macht man nicht. Ey, scheiße, ich krieg die nicht getötet. Verstecken die sich hinter Femmen. Schwer 50. Auf einmal. Kaputt. Hat sich direkt wieder kaputt gemacht. Er mag mich nicht. Hey. Ach. Ja. Na komm, ey, komm. Mann. Ich will mal so eine Challenge schaffen. Puh. Ganz knapp. Ganz knapp. Ja. Ach, wie wenig Schaden mache ich denn? Naja, egal. Was mache ich denn hier? Mach blödes. Spiel blöd. Gerade.
Nee. Boah, ich hab diese scheiß Challenges nicht gebacken. Ich weiß nicht, ob wir alle machen. Wir machen. Ich renne auch noch nicht rein, ne? Weil ich nicht so in meinem Mark fliege. Warum? Boah. Ihr seid so scheiße, Greedköpfe. Ernsthaft. Bei denen vergeht mir der Spaß. So. Beende ich diesen Part, in dem wir mal wieder nichts geschafft haben. Und das nächste Mal mache ich mal eine von denen hier unten. Also wahrscheinlich eher die da. Den vier. Mache ich jetzt dann welche und wir sehen uns dann. Ciao.